Mitte zu, werden wir komplett im Erdboden versenken. Prenzlauer Berg wird atomares Endlager. Jetzt bei einer Stimme der ehemalige Spitzenkandidat der Partei, die Partei, außerdem bei KIZ, Maxim. Hi, herzlich willkommen. Hi, na? Was hältst du denn im Moment von der gesamten Politik und gehst du vor allen Dingen selber dann wählen? Ich gehe, wenn ich selber auf dem Wahlzettel stehe, bin ich wählen gegangen, das eine Mal. Hast dich selbst gewählt? Ja, das fand ich irgendwie geil, dann da zu sitzen und dann das Kreuz neben meinem Namen. Das war schon ein bisschen cool. Und sonst nicht. Nee, sonst, also meistens ist es ja sonntags und sonntags kann man so viele schöne Sachen machen. Und vielen dann Dank, nicht jetzt, du gehst nicht wählen, totale Loser-Entscheidung, weil du dich der Teilnahme und der Möglichkeit, was zu verändern, verweigerst. Ist das so? Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt eine krasse Teilnahme ist, sein Kreuz auf ein Stück Papier zu machen. Also Wahlen ändern nichts. Und nicht wählen ändert auch nichts. Also das ist natürlich, das ist so eine Binsenweisheit. Warum hast du dich denn damals selbst aufstellen lassen und warum kandidierst du auch in diesem Jahr wieder dann für den Bundestag bei der Bundestagswahl? Ich finde, das ist einfach ein Riesenspaß. Also es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, die Leute damit voll zu quatschen. Vor allem, wenn man jetzt so ein Projekt wie den Wiederaufbau der Mauer, was ja der Hauptprogrammpunkt der Partei ist, damit trifft man viele Leute doch sehr empfindlich in ihrem Nationalismus. Aber also das ist einfach eine unterhaltsame Sache, ist ein Riesenspaß, aber es könnte auch irgendwas anderes sein. Es könnte auch ein Fußballverein sein. Das hört sich aber so ein bisschen resigniert an, oder? Wenn du sagst, ey, Politik verändert so für mein Leben eh überhaupt nichts mehr? Nein, es ist ja, die Frage ist, was steht zur Wahl? Ich meine, du gehst zur Wahl und gibst damit sozusagen deine Macht ab, tust sie auf das Stück Papier und legitimierst damit eine bestimmte Partei, diesen Staat zu führen. Das ist das, was du tust. Du willst ja zum Beispiel gucken, dass dein Vorteil mehr besteht in der Gesellschaft. Also keine Ahnung, du bist ein Arbeitsloser und willst, dass du wieder eine Arbeit hast. Ja, genau das wäre jetzt meine Frage an dich auch gewesen. Wenn du zur Wahl gehst, geht es dann dabei um dich bei deiner Entscheidung? In dem Fall, wenn du sagst, nicht zu wählen, oder geht es dabei um die anderen? Also willst du? Es geht immer um dich. Du wählst, das ist deine Stimme, das heißt, es geht um dich. Wenn es dein Interesse ist, dass die Leute um dich herum glücklich sind, dass du in einer Gesellschaft lebst, wo die Leute zufrieden sind und nicht jeder gegen jeden ist, dann ist es ja auch für dich. Mhm. Also es gibt nicht irgendwie dieses, ich wähle für andere. Es ist immer für dich. Und dann musst du dich fragen, so, warum sind denn zum Beispiel Leute arbeitslos? Und dann ist die Sache, ja, die Leute sind arbeitslos, weil keiner sie braucht. Arbeitslose sind einfach ein normales Produkt davon, dass wir halt eine extrem produktive Industrienation sind. Wir haben riesige, super tolle Maschinen und Computer und es macht einfach sehr viel Arbeit nicht notwendig. Arbeitslose sind einfach ein Zeichen davon, dass wir eine hochentwickelte Nation sind. Da normalerweise würde man sagen, ja klasse, dann teilen wir uns die Arbeit auf und fahren den Rest des Tages an See. Ja. Klasse Sache. Aber das hilft ja dem Arbeitslosen auch nicht weiter, wenn du ihm sagst, sorry, du bist leider... Na doch, das ist ja eine ganz andere Erkenntnis, wenn du siehst, mein Wohl findet hier nicht statt. Das ist eine ganz andere Erkenntnis, als zu sagen, mein Wohl sollte hier eigentlich stattfinden. Gründe ich noch eine Partei oder wähle irgendwas. Mhm. Nein, wenn du sagst, mein Wohl findet hier nicht statt, hier gibt es Gegensätze, dann siehst du ganz andere Schlussfolgerungen. Ich sage nur, das ist nicht eine Form zu sagen, ich habe irgendein Problem und dann finde ich es einen falschen Weg, als erstes zu sagen, sich an die Obrigkeit zu wenden. Das ist ja das, was man tut. Ja. Man ist eine Bittstellung, die man stellt. Und das halte ich einfach für einen falschen Weg. Also wählen als Bittstellung und es als ist Versuch? Ja, das ist ja ein Auftrag. Du beauftragst ja, also wenn du sagst, ich wähle jetzt die Grünen, dann will ich, gib doch ein bisschen mehr auf die Umwelt. Macht alles genau wie sonst, aber macht doch mal ein bisschen mehr aufpassen auf die Umwelt. Ich wähle die Linke, macht doch mal ein bisschen mehr sozial. Und so weiter. Also das ist ja immer eine Bittstellung, die du da stellst, ohne die Frage zu stellen, ob die Leute, an die du die Bitte stellst, nicht vielleicht sogar die Ursache sind für deine Probleme. Ja, gibt es eine Alternative? Wenn du jetzt sagst, okay, ich will keine Bitten an die Politik stellen. Ja, dass man in dem Fall, wenn man der Meinung ist, dass das für einen nicht das Richtige ist, eine Gegenöffentlichkeit aufbauen. So wie ihr das versucht? Nee, als Gruppe meinst du, als Webgruppe? Ja, als Gruppe. Nee. Wir wollen einen Riesenspaß haben. Nee, das kann man nicht so sagen. Also natürlich haben wir irgendwie mal ab und zu irgendwo Punkte, die man irgendwie, wenn man jetzt irgendwie sowas wie Biergarten Eden nimmt oder so. Aber wir sind keine politische Band, würde ich nicht sagen. Gibt's? Natürlich, es gibt immer einen politischen Inhalt bei jeder Musikgruppe der Welt. Ich finde auch die Backstreet Boys kann man bestimmt auch was Politisches finden, aber das ist nie unser Ziel gewesen. Wir wollen keine Agitationsmusik machen. Das finde ich auch langweilig, ehrlich gesagt. Das war Maxim bei Eine Stimme
Danke, dass du da warst.